gab es eben die technischen Mittel noch nicht, die wir jetzt auch alle haben, und diese Beständigkeit in diesem Thema auch. Und deswegen war es halt damals so und wäre schön gewesen. Aber mich freut es umso mehr, dass wir es jetzt mehr verfolgen, um die Sportart auch nach außen hin vielleicht auch dem einen oder anderen attraktiver und verständlicher zu machen. Handball ist immer noch meine Leidenschaft. Das ist die Sportart, die ich, seit ich klein bin, spiele, die ich gerne schaue, die ich immer wieder, jetzt auch wenn ich in der Halle bin oder am Fernseher was sehe, einfach mich fesselt auf eine andere Art. Und jede Möglichkeit, die es gibt, da irgendwie zu unterstützen, die Expertise aus den aktiven Jahren reinzukriegen, die Expertise vielleicht auch jetzt von ein bisschen Abstand auch dazwischen zu haben, unterstütze ich sehr gerne, wenn es passt, und freue mich auch, in so Kreisen mit so Personen einfach dabei zu sein. Das Interessanteste war, wie man doch unterschiedlich auf bestimmte Situationen und Punkte blickt, obwohl man eigentlich viele Leute da hat, die den Sport schon jahrelang betreiben, zuschauen, analysieren, wie auch immer. Und dass es eben doch nicht diese Eindeutigkeit gibt manchmal in den Situationen. Also ist das jetzt eine positive Aktion oder wertet es jemand anders doch eher als negativ? Das war heute schon sehr spannend zu sehen, weil es dann doch zeigt, wie viele unterschiedliche Blickrichtungen es zu bestimmten Themen gibt. DKB, das kann Bank.